Hallo, CJK hier. Heute zeige ich euch, wie ihr euch in ein Nokia Booklet 3G eine SSD einbauen könnt und somit die Festplatte, die mechanische Festplatte, ersetzen könnt. Wir wissen ja, im Nokia Booklet 3G werkelt ein Atomchip, ein Netbook-Prozessor, der relativ langsam ist, aber auch die verbaute Festplatte ist unglaublich langsam. Und wenn wir die jetzt durch eine SSD ersetzen, sollte das Booklet um einiges schneller werden. Wie kriegt man jetzt das Booklet auf? Es hat nirgendwo irgendwelche sichtbaren Schrauben oder irgendwelche Schächte, die man öffnen könnte, abgesehen vom Batterieschacht. Ja, dazu nehmen wir eine Plastikkarte, die macht keine Kratzer, und hebeln die Tastatur raus. Einfach in den Spalt zwischen Display und Tastatur die Karte einführen und dann die Tastatur raushebeln. Das knackt dann einmal kurz und die Tastatur lockert sich. So, davon gibt es dann 4 oder 5 Punkte an den beiden Seiten, direkt an der Front und vorne. So, jetzt zieht man die ein wenig Richtung Display und klappt sie vorsichtig um, da hier ja das Kabel dran ist. Darunter sehen wir ein Metall-etwas, eine Metallplatte mit 7 Torx T6 Schrauben. Die schrauben wir alle mal ab. So, als nächstes nehmen wir diese Schrauben raus und verwahren sie an einem sicheren Ort, dass sie uns nicht verloren gehen. 7 Stück sind es, wie gesagt. So, da ist er. Und jetzt hebeln wir das Ganze auch raus. Das ist nur an den Seiten fest. Deswegen kann man das relativ einfach abziehen. Man muss natürlich aufpassen, dass man irgendwo irgendwas kaputt macht. Immer schön sehr vorsichtig sein. Und klappt dann diese Platte auch einfach um. Da sehen wir jetzt schon die Festplatte. Das ist eine Toshiba-Festplatte in so einem blauen Stoßdämpfer, den wir gleich dazu benutzen können, die Festplatte abzuhebeln und den Micro-SATA-Anschluss abzunehmen. So, das ist die Festplatte. Die packen wir beiseite und stattdessen kommt die SSD rein. In diesem Fall ist das eine Samsung. Sieht so aus. Relativ ähnlich. Man kann sich natürlich auch eine andere SSD, zum Beispiel von Intel, einbauen. Das Wichtige ist, Micro-SATA-Anschluss 1,8 Zoll und maximal 5 mm dick. Es gibt dickere, die passen dann natürlich nicht. So, wir verwenden dieses blaue Gummidings natürlich, damit es auch genauso wieder reinpasst. Hier anschließen an den Anschluss. So, und schön wieder in die Lücke einpassen. Das knarzt ein wenig, aber da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Sobald die da drin ist. Oh, komm schon. Ja, sobald die da drin ist, knarzt nichts mehr. So, dann packen wir wieder dieses Metallschildplatte rein. So, erst die eine Seite schön einpassen. Es muss da richtig einrasten. Dann die andere Seite, damit auch überall die Schrauben komplett aufliegen. Also das Metallschild auf den Schraubenlöchern. Gerade hier im Bereich der SSD klemmt da gerne was. So, jetzt die Lautsprecherkabel hier noch schön einpassen, damit sie dann später, wenn es zu ist, nicht irgendwie klappern oder ähnliches. Das ist eine kleine Fummelei, aber wenn man das ordentlich macht, dann klappert hinterher auch nichts.
So, schön in die Kabelführung rein. Zack, zack, da auch, das ist drin. Hier fehlt's noch. So, ist drin. Alles soweit. Und jetzt können wir auch die Schrauben wieder einführen. Natürlich aufpassen, dass euch irgendwie nicht die Schrauben in dem Moment vom Schraubenzieher rutschen und dann irgendwo ins Booklet reinfallen. Das wäre nicht so lustig, die dann wieder da rauszukriegen. Bei der Gelegenheit, wo das Booklet offen ist, können wir es auch gleich ein bisschen abputzen. Ich meine, jetzt durch das Öffnen sind hier Fingerabdrücke drauf und vielleicht durch das Mitnehmen in meinem Rucksack oder einer Tasche verheddern sich irgendwo ein paar Staubkörner. Ja, jetzt ziehen wir die Schrauben mal fest. Natürlich nicht zu fest, einfach so mit zwei Fingern den Schraubenzieher zwischen drehen. Die Schrauben sind nummeriert. Ich werde die einfach in der Reihenfolge anziehen, wie sie nummeriert sind. Ich habe keine Ahnung, ob das so sein muss oder so. Also, ob die das extra so beim Zusammenbau nummerieren. Aber schaden kann es auf jeden Fall nicht. So, damit wäre das Metallschild wieder drauf. Das Kabel ist hier wieder rausgerutscht. So, da ist wieder drin. Alles klar. Dann kommt jetzt die Tastatur wieder rauf. Aber vorher wollten wir noch ein bisschen putzen. So, eventuell den Staub raus. Und dann die Tastatur wieder so, wie wir sie rausgenommen haben, auch wieder rein. Sprich hier unten zuerst und dann einfach andrücken. Ich würde die Seiten zuerst einklicken. So, dann von der Mitte aus hier oben ein bisschen Druck und hier unten ist noch einer. So, jetzt ist es überall wieder fest dran. Und zum Funktionstest schalten wir das Booklet einmal an. Und es läuft. Und da haben wir jetzt das Ubuntu. Gut, das war's zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.